Florian Hartherz, Neuzugang von Arminia Bielefeld, gekommen vom SC Paderborn. Beschreib doch mal gerade, wie kam es dazu, dass du vom Rivalen des DSC in Ostwestfalen zu Arminia gewechselt bist? Ja, erstmal mit dem Abstieg ist natürlich eine schwierige Situation entstanden. Ich habe mir natürlich auch viele Gedanken gemacht und Angebote angehört. Und im Endeffekt habe ich mich für Arminia entschieden, weil es einfach ein gestandener Verein ist. Es hat mir sehr gefallen, da zu spielen, auch gegen Arminia. Und ich finde das Stadion toll, ich finde die Stadt gut und ist nicht weit, weit weg, von wo ich jetzt herkomme. Und ja, die Mannschaft hat mich gut aufgenommen. Alles gut. Wenn man euch im Training beobachtet, dann geht es schon richtig gut zur Sache. Also ich glaube, das Eingewöhnen fällt nicht schwer, weil wo Schweiß fließt, ne, da wächst man vielleicht zusammen etwas. Da hat man zumindest den Eindruck von außen. Wie würdest du momentan das Training und das, was Rüdiger Rehm euch hier zeigt und macht, beschreiben? Ja, die letzten 3 Wochen sind sehr intensiv. Wir trainieren jeden Tag sehr hart. Das will der Trainer so, weil wir sein Spiel durchsetzen wollen. Und dafür müssen wir viel laufen. Es ist sehr schweißtreibend, aber es macht uns trotzdem Spaß. Und so ein Trainingslager schweißt dann auch zusammen. Im wahrsten Sinne des Wortes, schweißt zusammen. Du wohnst noch in Paderborn, hast du erzählt, ziehst aber jetzt bald nach Bielefeld. Ja, genau. Ich werde nach Bielefeld ziehen. Ich werde mich mit der Stadt identifizieren und auch mit dem Verein. Deswegen werde ich in den nächsten 2 Wochen umziehen. Du hast als 18-Jähriger dein Bundesliga-Debüt bei Werder Bremen gegeben. Du hast mit dem SC Paderborn in der ersten Bundesliga gespielt. Da ist ja eigentlich die klare Folge, dass du auch irgendwann mit Arminia in der ersten Bundesliga spielen wirst, vermute ich. Ja, es wäre ein Traum, ne, mit Arminia dann aufzusteigen. Ich denke, für jeden Bielefeld-Fan wäre es ein Traum. Aber wir müssen jetzt Schritt für Schritt gehen. Wir müssen zusehen, dass wir unsere Punkte holen. Mehr als 42, glaube ich, wie letztes Jahr. Und das wollen wir erstmal schaffen. Und alles, was dazukommt, das werden wir sehen. Dann verrat mir zum Schluss noch, du bist der Hesse im Team, du bist in Offenbach geboren. Was zeichnet den Hessen im Team denn aus? Ach, ich bin immer gut drauf, immer gute Laune. Ich versuche immer mein Bestes zu geben und mich im Mannschaftsgefüge einzufügen. Alles klar, danke dir, Florian. Super.